Servus Leute, da bin ich auch schon wieder. Heute mit StarCraft 2 Heart of the Swarm. Und wir machen eine neue Kampagne und spielen auf normal. Los geht's! Blizzard! Alles nur ein böser Traum. Ja, Sarah Kerrigan. Bei StarCraft 2 war sie die Königin der Klingen. Und am Ende von StarCraft 2, also hier, wie heißt es? Wings of Liberty, genau. Wurde sie wieder zum Menschen. Und jetzt sind wir in einer geheimen Versuchsbasis, wo Sarah Kerrigan observiert wird, damit sichergestellt wird, dass sie auch wirklich Mensch bleibt. Ja, und währenddessen werden wir natürlich von Imperator Mengsk verfolgt, der uns am liebsten tot sehen will. Weiter geht's mit beliebiger Taste. Öffne die Tür, Junge. Valerians Befehle, Sir. Keine Besuch. Öffne die Tür.
Guten Morgen, Commander. Junior. Achtung! Der nächste Test beginnt in 2 Minuten. Nutzt diesen Test. Es ist euer letzter. Jetzt lasst uns allein. Nun gut. Wir verschwinden heute von hier, Liebling. Gut. Dann schnappen wir uns Mengsk. Vergiss Mengsk. Vergiss das alles. Es geht um dich und mich. Solange Mengsk lebt, gibt es kein Du und Ich. Ich habe für dich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich lasse nicht zu, dass deine Rache das alles wieder kaputt macht. Leite Testphase 2 ein. Ich habe dich nie aufgegeben, Sarah. Gib du uns auch nicht auf! Oh, herzzerreißend. Testphase 2 beginnt. Was erhoffst du dir von diesen Tests, Valerian? Ich hab dir doch gesagt, ich erinnere mich an nichts, als ich die Königin der Klingen war. Wir müssen herausfinden, wie viel von dem Zerg-Mutagen noch in ihnen steckt. Ich weiß ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen, Kerrigan. Steckt ihr hilfsbereite Leute immer in Verwahrungszellen? Sobald wir wissen, dass keine Gefahr besteht, werde ich ihre Tür höchstpersönlich aufschließen. Versuchen Sie jetzt, sich zu konzentrieren. Können Sie es spüren? Eine Drohne. Ihr wollt wirklich, dass ich die Kontrolle über einen Zerg übernehme? Wisst ihr, was dann passieren kann? Alle Versuchsobjekte befinden sich in einer abgesicherten Umgebung. Nein, ja, wenn er sich da mal nicht verschätzt. So, gut. Die Drohne ausgewählt. Zum nächsten Schritt. Schauen Sie, ob Sie der Drohne befehlen können, zu einer Brutstätte zu mutieren. Zack. Eine Brutstätte ist die zentrale Struktur einer Zerg-Basis. Sie erzeugt Kriecher, damit andere Strukturen gebaut werden können. Die Brutstätte produziert außerdem Larven, die sie zu Drohnen oder anderen Einheiten der Zerg morphen können. Wenn sie Larven einsetzen, wird die Brutstätte mit der Zeit neue erschaffen. Sehr schön. Okay, Kerrigan. Ich lasse noch ein paar Drohnen in die Testkammer. Versuchen Sie, mit ihnen Mineralien abzubauen. Okay, diese Drohnen sind unsere Baumännchen und die können sich quasi zu allen möglichen Gebäuden mutieren. Nachteil, dann verlieren wir immer das Baumännchen. Und die Brutstätte macht diese Larven, aus den Larven können wir wieder Drohnen machen. Und alles mögliche an Kreaturen, wenn wir denen das durch Gebäude freigeschaltet haben. Sie machen sich gut, Kerrigan. Können Sie noch mehr Drohnen morphen? Ich brauche einen Overlord, um noch etwas zu morphen. Dann tun Sie es. Ein Overlord ist vertretbar. Haha. Weitere Overlords benötigt. Die Zerg verwenden Overlords, um weitere Versorgung zu erzeugen. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Wenn Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie keine neuen Einheiten morphen. Ja, dem muss ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Das ist halt unser Einheitenlimit und wenn wir das erhöhen wollen, es geht bis maximal 200, dann brauchen wir immer so Versorgungseinheiten. Exzellent! Ich hatte vorgehabt, hier aufzuhören, doch führen wir das Ganze noch ein wenig weiter.
Versuchen Sie, eine Drohne zu einem Brutschleimpool zu morphen. Okay, if you say so. Nicht genügend es. Mineralien. Ah. Wie viel brauchen wir denn? 200, du meine Güte. Ist ja unverschämt. Machen wir nochmal ein paar Drohnen schnell. Da. Dessen können wir mal schauen, was wir hier an Erfolgen holen können. Ach nee. Ach schade, ich dachte, da kann man dann immer schauen, was man in der jeweiligen Mission dann machen kann. Na gut. Nein, immer noch nicht. Verdammt. Kommt schon, Drohnen, strengt euch an. Ah, jetzt kommen sie erst. 50, ja, wunderbar. Und los. Mit dem Brutschleimpol kann die Brutstätte Larven in Zerglinge verwandeln. Du weißt, dass das Böse enden wird, oder? Wir haben eine kontrollierte Versuchsumgebung. Der Brutschleimpool ist fertig. Du solltest runter in die Testkammer kommen und ihn dir ansehen. Von hier oben sehe ich gut genug, danke. Ich denke, das ist dann genug für heute, Kerrigan. Ich bin beeindruckt. Wenn du davon schon beeindruckt bist, dann warte nur, bis du das hier siehst. Ich werde ein paar Zerglinge erschaffen. Ja, Z. Kerrigan, was machen Sie da? Eure kontrollierte Versuchsumgebung auf die Probe stellen. Nicht genügend Mineralien. Platsch. Und du? Ich habe sie nicht darum gebeten, Zerglinge zu erschaffen. Eine bemerkenswerte Eigenart der Zerg, Valerian. Sie tun nie das, was man erwartet. Brech das Experiment ab. Schick Wächterroboter, um die Zellen zu säubern. Verriegelt die untere Ebene und fahrt den Eliminator hoch. Nichts darf entkommen. Wenn ich deinen schönen Eliminator zerstöre, lernst du vielleicht, dass du die Zerg nicht kontrollieren kannst. So, auf geht's. Jetzt machen wir die mal schön rund hier. Ich spüre noch mehr eingesperrte Zerglinge. Valerian, das war sehr unvorsichtig. Vielleicht kann ich sie auch befreien. Oh ja. So, Zerglinge im Gepäck. Evakuiert den Bereich. Holt sämtliches Personal da raus. Ja, alles explodiert und die Zerg gewinnen mal wieder. Mehr Zerglinge. Gut, wow. Ich kann sie gebrauchen. So, der Wächterbord ist auch gleich Geschichte. Kerrigan, das ist kein Spiel. Nein, ist es nicht. Na, komm schon, mach das schön kaputt. Ja, feine kleine Hundis. Ja, feine kleine Hundis. Yeah. Zerg, lauft! Nix da. Keinen kommen. Von dieser Ebene runter.
ist kein Personal mehr auf der unteren Ebene. Alles ist außer Kontrolle. Sicherheitstür geschlossen. Automatische Gasverteidigung aktiviert. Die Sicherheitstür wird sich erst öffnen, wenn ich diese Türme zerstöre. Das dachte ich mir schon. Falls ich jetzt ab und zu hier so ein paar Aktionen mache, die erst erklärt werden, sprich, wenn der Eindruck kommt, ich habe das schon mal gespielt, dann liegt das daran, dass ich es schon mal gespielt habe. Denn ich habe schon mal einiges aufgenommen. Und Fraps hat sich aber gesagt, nö, irgendwie möchte ich das nicht aufzeichnen. Deshalb spiele ich das jetzt alles nochmal. Alter Schwede, das waren fast 3 Stunden. Ich muss mir angewöhnen, das stärker zu kontrollieren. Ja, also werde ich dann gleich nach der ersten Folge hier mal dann schauen, dass wir dann alles wieder in richtige Bahnen gelenkt haben. Du hast noch mehr Zerklinge hier? Nun, jetzt gehören sie mir. Jetzt gehören sie mir. Aha. Trap, 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 trap. So, hier noch Putt. Ah, zu früh geklickt. Oh, da kommen noch mehr. So. Yeah. Kommt raus, der süßen Zerklinge. Sie haben Ihren Standpunkt klar gemacht, Kerrigan. Nein, das habe ich nicht. Noch bin ich in deiner Verwahrungszelle. So. Dann müssen wir nur noch diesen komischen Eliminator killen und dann haben wir es schon geschafft. Eliminator aktiviert. Ja, komm schon, komm schon. Sag bye-bye, du komischer Eliminator. Echte Bots sind auch noch Geschichte. Eliminator zerstört. Situation kritisch. Die Zerg haben die untere Ebene überrannt. Sie haben Glück, dass niemand getötet wurde, Kerrigan. Glück hatte nichts damit zu tun. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wie gefährlich die Zerg sind. Ich schicke sie jetzt zurück in ihre Zellen. Danke. Ich öffne jetzt Ihre Zelle, falls Sie sich zu mir gesellen möchten. Und können Sie das nächste Mal Ihre Argumente vortragen, ohne das halbe Labor in Schutt und Asche zu legen? Niemals! Yeah, und alle 3 Erfolge abgeräumt. Sehr schön. So muss es sein. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, das heißt... StarCraft 2, Heart of the Swarm, Kerrigan bricht aus. Tschüss. Ich nicht irgendwie. Na gut, muss man nochmal. Okay, 3, 2, 1, los. Ne, wir warten erst noch. Und los! Du hast da unten ordentlich aufgeräumt, Sarah. Tut es dir schon leid, mich zurückgeholt zu haben? Niemals. Ich habe gehört, was mit Tykes geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen.
Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Frachter ist startklar und wir können loslegen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Sehr schön, Mission starten. Angriff! Achtung, Liga-Streitkräfte in Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo, verstanden. Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Ich werde ihn büßen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr mich, Bravo? Alle Einheiten, Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Wie Radfahren. Haha! Die ein oder andere wissen es vielleicht, Sarah Kerrigan war bei StarCraft 1 ein Ghost. Eine Spezialeinheit der Terraner, die können sich tarnen und ja, haben so Sonderfähigkeiten und eben auch ein Snipergewehr. Und deshalb sagte sie, es ist schon länger her. Aber Präzisionsschießen ist natürlich wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht so einfach. Na, kennt ihr ja sicherlich auch, wenn ihr auf eurem Fahrrad mit eurem Snipergewehr ins Schwimmbad Jim, fahrt. Können Sie mich hören? Das ist ja. Wir hören dich. Immer wieder toll. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, okay. Junior. Wir kommen zurecht. Was ist los? Verstanden. So, jetzt haben wir hier Sarah Kerrigan und Jim Raynor. Da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Bam! Gegner von rechts. Verstanden. Gehe voran. So viel dazu. In Bewegung. Rücke vor. Einsatzkommando der Liga. Oh oh. Helft uns, sie auszuschalten. Gehe voran. Pow. Roger. Yeah. Wir rücken aus. Rainer, Kerrigan,
Diese erste Hilfestation wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Viel Glück! Ich verschwinde von hier. Scheint, als ob dieses Teil keinen Saft mehr hat. Verstanden. Oh oh. Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Ich kann sie bestimmt mit zerquetschender Griff ausschalten. Boah, Flatsch. Alle erwischt. Wir rücken aus. Ja, man merkt schon, die Sarah ist verdammt mächtig. Schau hoch. Oh oh. Verstanden. Sicher. Wo wollen denn die Umoyaner hin? Vergiss sie, wir müssen weiter. Ziel identifiziert. Zeit, es ihnen heimzuzahlen. So. In Bewegung. Schön immer hier. Richtig. Oh. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Das hat wehgetan. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Okay. Brücke vor. Oh. Verstanden. Kontrollpunkt, yeah. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ja. Ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. So viele Zaglinge! In Bewegung. Es Klack. Gibt Arbeit. Weiter geht's. Runter Kerrigan, zur unteren meine Ebene. Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Egal. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Roger. Nix da, wir geben uns nicht. Gehe voran. Oh oh. Sie versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Komm schon, Schatz. Wie putzig. Ich sehe sie. Stillhalten. Verstanden. Es gibt Arbeit. Platsch, platsch, platsch. Sicher. Gehe voran. Roger. So, können wir uns da wieder auffüllen. In Bewegung. Und halt. Wo müssen wir lang? Wir ah, da müssen wir lang. Verstanden. Hier hin. Verstanden. Hab einen. Gehe voran. Das hier erinnert mich an früher. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Oh Gott. Genau. Wie widerlich. Wir haben es geschafft. Zerg im Haar. Es gibt Arbeit. Ich bin eine Ein-Frau-Armee. Oh ja, das bist du, Sarah. Brücke das vor. Bist du. Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Okay. Wir gehen ja schon weiter. Roger. So leicht kommst du mir nicht davon. Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt. Das ist die kinetische Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist die kinetische Welle. Gehe voran. Irgendwie kam ich gerade drauf. Was für eine Sauerei hier. Oh Gott. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Ziel erfasst. Kerrigan und Rayna identifiziert. Nix da. Stillhalten. Es gibt Arbeit. Mm. Oh, mein Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Hm,
Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Mach sie nieder. Sagt sie. Gehe voran. Vielleicht hat sie leicht übertrieben. Schön. Zerstöre die Trümmer. Wir müssen die Tür erreichen. Ja, ist ja doch gut. Da schwimmt irgendwas drin. Klack. Kontrollpunkt. Wir haben es geschafft. Überrascht dich das? Weiter. Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Sehr schön. Ah, nehmen wir das nochmal mit. Präsenz der Liga. Eine deutliche Präsenz. Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Sie halten da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ja, okay. Bei Gasverteidigung haben wir dann natürlich die Zerg nicht auf dem Hals. Aber ist die Frage, ob das so viel macht gegen Panzer. Machen wir mal die Zerg aus den Käfigen freilassen. Was zum Teufel? Wer hat die Käfige geöffnet? Jetzt haben wir die Zerg am Hals. Besser als vorher. Los! Verstanden. Verstanden. Wir rücken aus. Ich sehe sie. Ziel identifiziert. Zack. Sehr schön, haben wir den. Rücke vor. Den Bereich gut geklärt. Ich bin eine Ein-Frau-Armee. Es gibt Arbeit. Yeah. Sehr gut machst du das, Sarah, du Ein-Frau-Armee. Pam! Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Aha. Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Die Liga ist in den Tunnel eingedrungen. Oh oh. An dieser Stelle kann ich Dings machen? Spiel beenden? Ja. Ja, jetzt habe ich das natürlich. Jetzt bin ich etwas verwirrt. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schalte wieder ein, das heißt. StarCraft 2, Heart of the Swarm. Eine Reise mit einer Düsenstraßenbahn. Tschüss.